bisschen. Ich frage mich, sind wir selber schon vom Porno sozialisiert? Muss ich quasi sagen, ja, dieser heterosexuelle Porno. Mehr als fair. Dankeschön. Im Moment, dass ich etwas sauer da war und die sorry waren, wir konnten nicht mehr meine Handys bedienen. Hallihallo und herzlich willkommen in Garmisch-Partenkirchen. Wie ihr mitbekommen seid, sind wir heute sehr, sehr viel und sehr, sehr lange mit unserem Jeep Bruce rumgefahren. Beziehungsweise wir sind von Berlin hier runter nach Garmisch gefahren. Und wir sind jetzt endlich da, sehr, sehr spät. Wir sind gerade noch auf dem Weg schnell einkaufen. Aber jetzt sind wir in unserem Apartment hier über Airbnb gebucht. Ein bisschen außerhalb von Garmisch, wir sind in Greinau. Das ist quasi direkt am Alpsee, direkt an der Station mit der Gondel hoch zur Zugspitze. Es ist dunkel draußen. Entsprechend bin ich sehr, sehr gespannt auf die Aussicht morgen früh. Oh, schaut euch dieses Apartment an, ey. Wie geil. Oh, große Küche, Esszimmer. Hier ist quasi das Wohnzimmer. Da ist ein Schlafzimmer. Ofen. Dann ist da in der Ecke das Badezimmer. Guten Tag. Auch geil, oder? Mega. Super geil. Und dann gibt's hier, ne, hier ist der Ofen, da ist das Schlafzimmer. Total super. Und jetzt geht's hier oben auch noch weiter. In den zweiten Stock quasi. Wo hier wohl auch nochmal. Wow. Ich war hier noch nicht. Wie geht das Licht hier an? Von, weiß ich nicht. Ist das das Licht hier? Ja. Wow, mit Badewanne. Mega. Und hier ist auch nochmal ein Bett. Hier ist ein einzelnes und da ist nochmal ein, ne, hier ist ein Doppelbett. Und da ist nochmal ein einzelnes Bett. Da ist auch nochmal ein einzelnes Bett. Wie krass, wir sind nur zu zweit. Geilo. Mega fett. Richtig geil. Ich bin gespannt, wir sind fast 2 Wochen hier in Garmisch. Keinen großen Plan. Wir haben einfach nur unseren Wohnort hierhin verschoben, umgezogen für diese 2 Wochen. Einfach nur, weil wir uns diese Gegend hier mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Und jo, jetzt Abendessen, schlafen. Und morgen oder die nächsten Tage erkunden wir Greinau, Garmisch, Partenkirchen, die Zugspitze und dieser Teil hier im Süden Deutschlands. Ja. Oh, schau mal, da steht eine Flasche. Die machen wir jetzt mal auf. Also, bis morgen. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick in unsere Wohnung bekommen und wir fahren jetzt mal an den Alpsee mit unserem Jeep hier, mit unserem Bruce. Der Alpsee, der gilt ja irgendwie so als bayerische Karibik. Also ich bin echt mal gespannt. Und eine Sache, die ich noch vorweg sagen möchte, ist, es wird nicht allzu viele Videos aus Garmisch geben diesmal, weil wir echt ein bisschen privat hier sind, weil wir uns gerade die Zeit nehmen, um am Online-Kurs zu arbeiten. Wir arbeiten an einem neuen Online-Kurs. Das machen wir eigentlich schon seit 2 Jahren, immer wieder. Und wir müssten uns jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zeit am Stück nehmen. Und das machen wir jetzt hier in Garmisch. Und, aber zwischendurch erkunden wir so ein bisschen die Gegend und fahren jetzt halt eben an den Alpsee. Und jetzt gerade fahren wir hier durch Greinau. Auch ein sehr netter, kleiner Ort.
wahnsinnig geil ist bitte dieser Alpsee, ey. Also, ich muss bei dem See, muss ich, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, also den Blog von Fräulein Draußen, von Katrin, die hat vor Jahren mal einen Beitrag geschrieben, den wir geteilt haben auf Off the Path. Ist das Abenteuer oder kann das weg? Und ich glaube, da ging es auch um diesen See. Das erste Mal, dass ich da bin. Aber so viele Instagrammer, so Münchner Instagrammer, die fahren dann hierher mit dem Auto, laufen da ein paar Meter und machen dann so, als würden sie die mega Abenteuer draußen erleben. Es ist ein super schöner See. Super geile Bilder kannst du da machen, wenn du früh morgens da bist. Ganz toll. Und ich bin großer Fan jetzt schon. Aber ich muss dabei immer an diesen Beitrag denken, der mich immer wieder zum Schmunzeln bringt. Ist das Abenteuer oder kann das weg? Weil diese Orte einfach so einfach zu erreichen sind und da stehen so viele Autos auf diesem Parkplatz. Wahnsinn. Aber es lohnt sich. Es ist wirklich schön. Und es ist sehr einfach zu erreichen. Und von dort aus geht natürlich auch die Gondel hoch zur Zugspitze. Was natürlich auch bestimmt cool ist. Würde ich auch mal gerne machen. Vielleicht schaffen wir das die Tage mal. Und ja, jetzt geht es erstmal wieder zurück nach Hause. Nach Hause, ins Apartment. Ein bisschen weiterarbeiten am Online-Kurs und ja, schauen wir mal. Morgen geht's weiter.